Willkommen zu einem neuen Video. Heute packen wir mal eine Bestellung aus, nur mit Funke-Artikeln. Der Absender möchte anonym bleiben, deshalb werde ich ihn jetzt hier nicht nennen. Entschuldigt, wenn die Bildqualität vielleicht etwas komisch oder schlecht ist. Ich filme gerade mit meinem Smartphone. Ja, legen wir mal los. So, verschiedene Sachen. Hier zum Beispiel die Funke D von 2017. Mehrere Packungen. Müssten, glaube ich, 10 Stück sein. So. Licht ist auch etwas schlecht, deshalb habe ich hier die Handyleuchte an. So, dann haben wir hier zwei Blister von den Fröschen D. Luftheuler Rot. Ja, schon auf, aber nicht schlimm. Dann eine Packung Luftheuler Normal. Packung Tornadewirbel, Inhalt 4 Stück. Nochmal das gleiche hier. Auch nochmal hier Luftheuler. Hier nochmal die roten. Hier haben wir nochmal zweimal die Knollfrösche C. Ein richtig schönes Design, wie ich finde. Sehr schön. So, dann haben wir hier noch Knallfrösche B, 50 Stück. Ja. Sehr schön. Und einmal die Sirenenraketen. Und haben wir hier noch was in der Tüte. Ah! Na, kommt schon raus. Was haben wir denn da? Das ist noch eine Beigabe. Ah, haben wir noch Kellerfrösche, aktuelle Ware. Ah, dann haben wir hier noch ein paar Black Cobra von Di Blasio Elio Fireworks. 3 Stück. Danke nochmal. Ja, und hier noch ein älterer Vego Chila Bella B. Mit Übergangslabel. Oh. Oh, oh, oh. Hier haben wir was Altes. Jetzt muss ich das erst mal gerade gucken. Feistel, gelb-schwarzes Logo, Flower Basket Brand. Ah. Cool. Ja, wie gesagt, nochmal danke. Ne? Habe ich jetzt wirklich nicht mit gerechnet. Und hier nochmal ein Pyrocracker. Und ein China-Böller A von Nico. Ja, das war's mit dem Paket. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Macht's gut. Ciao.